Hallo, mein Name ist Maike Kranz von 123 Effizient dabei. Ja, auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beschäftigt sich seit einiger Zeit mit dem Thema Arbeiten 4.0. Also welche Herausforderungen kommen durch den digitalen Wandel auf uns zu? Und klar, das ist jetzt von Seiten Ministerium, also welche gesetzlichen Regelungen müssen angepasst werden oder neu gestaltet werden, aber einfach auch, welche Richtung soll das eigentlich in Deutschland gehen? Und da gibt es ein paar interessante Ergebnisse auch schon aus verschiedenen Workshops. Es sind ja Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen, aber auch Bürger und natürlich das Ministerium auch entsprechend zusammengekommen und haben da ein paar Thesen und ein paar Lösungsansätze eben auch erarbeitet. Und die möchte ich gerne in der folgenden Präsentation vorstellen. Viel Spaß damit! Ja, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Arbeiten 4.0, das Weißbuch. Fangen wir mal an. Die Website heißt tatsächlich arbeiten40.de, fand ich irgendwie ganz witzig. Letztendlich gibt es seit April 2015 einen Dialogprozess. Und das muss man auch wirklich so verstehen. Es ist ein Prozess, also es gibt verschiedene Schritte und verschiedene Weiterentwicklungen dieses ganzen Themas, was dann letztendlich in diesem Weißbuch dann mündet. Und Dialog ist einfach, es ist nicht nur einfach, dass dieses Ministerium, so irgendwie drei Leute sitzen, wo die Köpfe rauchen und die erfinden dann jetzt mal irgendwas und legen da was fest, sondern es ist wirklich im Dialog mit Bürgern und mit Unternehmen. Also eigentlich eine ganz interessante Sache. Und die Kernfrage ist, wie können wir das Leitbild der guten Arbeit auch im digitalen und gesellschaftlichen Wandel erhalten oder sogar stärken? Also es geht einfach um dieses Thema digitaler Wandel, in dem wir schon drin sind, der aber noch in einem größeren Ausmaß letztendlich unsere Arbeitswelt verändern wird in den nächsten Jahren. Und das Interesse, was einfach dahinter steht, ist, dass es trotzdem eine gute Arbeit ist. Ja? So, es gab ein Grünbuch, da waren Fragen formuliert und im Weißbuch sind eben die ersten Antworten dokumentiert. Ja, was finden wir in diesem Weißbuch? Kapitel 1, Trends und Treiber. Und um die Digitalisierung geht es, um die Globalisierung und im demografischen Wandel. Das sind eben einfach, dass das da einfach mal so in Einführung gesagt wird. Was sind denn die Themen, die uns gerade beschäftigen? Dazu gehört eben auch der demografische Wandel. Das ist ja uns allen klar, dass wir immer älter werden und der Anteil der Älteren eben steigt und die Jüngeren nicht in dem Maße hinterherkommen. Und Globalisierung, klar, das sind neue Herausforderungen einfach, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Auch Bildung und Migration. Ich glaube, dass Migration auch nochmal in den nächsten Jahren zunehmen wird. Einfach diese Flüchtlingswelle war jetzt nur ein Teil davon. Uns wird dieses Thema einfach in den nächsten Jahren noch viel mehr beschäftigen, glaube ich. Und die Migration dieser Mitarbeiter ist natürlich auch eine Herausforderung an die Arbeitswelt, an die Unternehmen. Ja, Wandel von Werten und Ansprüchen. Es gibt ja da so Unterscheidungen, so, die Generation der Babyboomer, dann die Generation Y und X und Z und wie sie nicht alle heißen. Die haben unterschiedliche Werte und Ansprüche, auch an Arbeit. Ja? Die älteren Generationen, sagen wir mal die 55-Jährigen jetzt so, die wollen planen, die wollen Sicherheit und sowas alles. Und die
Mitte-20-Jährigen, die sagen, hey, ich möchte gerne Flexibilität und ich bin jetzt auch gar nicht daran interessiert, 40 Stunden hier zu arbeiten oder 50 oder 60. Ich habe da auch noch Freizeit, ich möchte auch Zeit für Freunde und Hobbys haben und so weiter. Also da gibt es ja unterschiedliche Werte und Ansprüche der einzelnen Generation. Dem muss man sich natürlich auch mal auseinandersetzen. Wenn man herausfinden will, welcher Wertewelt man denn selbst gerade steckt oder welcher Arbeitstyp man so ist, es gibt auf der Seite auch einen kurzen Test. Ich habe da jetzt einfach mal einen Screenshot gemacht unter arbeiten40.de mitmachen, Wertewerten, Befragung, findet man diesen Test. Ich habe ihn auch einmal selbst durchgeklickt. Das ist ansprechend gestaltet, schnell gemacht und man bekommt hinterher ein Ergebnis und dieses Ergebnis kriegt man auch nur selbst angezeigt. Also da gibt es keine große Datenerhebung dahinter. Natürlich werden die Daten auch dann weiterverwertet und dann gibt es eine Auswertung daraus, letztendlich, dass man sich vergleichen kann und sagen, so, wo stehe ich eigentlich im Vergleich zu anderen? Und ja, also wer Lust hat, kann ja mal mitmachen. Ja, kostet nicht viel Zeit. Ja, im Kapitel 2 gibt es dann zentrale Spannungsfelder und den Gestaltungsbedarf. Also verschiedene Fragen werden dort durchgegangen. Das ist eigentlich aus meiner Sicht so der Kernteil, ne? Also wird die Digitalisierung ermöglichen, dass auch in Zukunft möglichst alle Menschen Arbeit haben? Und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Also die Digitalisierung ist ja nicht nur Teufelszeug, sondern bietet ja auch Chancen. Ja, und da muss man sich einfach mal mit auseinandersetzen. Zweitens, wie wirken sich neue Geschäftsmodelle wie digitale Plattformen auf die Arbeit der Zukunft aus? Drittens, wenn die Sammlung und Nutzung von Daten immer bedeutsamer wird, wie kann der berechtigte Anspruch der Beschäftigten auf Datenschutz sichergestellt werden? Wenn in Zukunft Mensch und Maschine noch enger zusammenarbeiten, auf welche Weise können Maschinen dabei zur Unterstützung und Befähigung des Menschen im Arbeitsprozess beitragen? Ja, also auch wieder die positive Anteile aus dieser Zusammenarbeit Mensch-Maschine eben ziehen. So, aber wie könnte das funktionieren, ne? Die Arbeitswelt der Zukunft wird flexibler werden, aber wie können Lösungen aussehen, die zeitliche und räumliche Flexibilität auch für Beschäftigte verbessern? Also es hat ja auch ja, viele Vorteile, wenn ich auch mal einen Teil meiner Arbeitszeit von zu Hause aus arbeite, zum Beispiel wenn ich lange Anfahrtzeiten habe. Zeitliche Flexibilität kommt mir vielleicht in meiner aktuellen Lebensphase sehr entgegen. Also da gibt es ja verschiedene positive Aspekte auch, aber wie können da die Lösungen so aussehen? Und wie sieht das moderne Unternehmen der Zukunft aus, das vielleicht nicht mehr in allen Fällen dem Bild des klassischen Unternehmens entspricht, aber dennoch Teilhabe und soziale Sicherheit ermöglicht? Ja, also nicht klassisch im Sinne von, die Mitarbeiter werden eingestellt und bleiben bis zur Rente im Unternehmen in Vollzeit und im Angestelltenverhältnis dort, sondern das Ganze ein bisschen lockerer, flexibler. Trotzdem muss eben die soziale Sicherheit ja ermöglicht werden muss. Die hat trotzdem noch eine große Bedeutung dafür. Im Kapitel 3 geht es um das Leitbild gute Arbeit im digitalen Wandel. Und die Stärken des deutschen Wirtschafts- und Sozialmodells, die sollen auf alle Fälle weiterbehalten werden. Und es geht um eine sozial austarierte neue Arbeitswelt, die Sicherheit und Flexibilität bietet. Beides. Verein. Das ist die große Herausforderung. Interessant, zu welchen Ergebnissen man da kommt. Also das Spannungsfeld ist letztendlich, dass man einerseits leistungsgerechtes Einkommen hat. Also nicht ein Freelancer oder Clickworker bekommt nur ein paar Cent pro Klick oder für Mini-Aufträge nur ein paar Euro, sondern es wirklich leistungsgerechtes Einkommen gibt.
soziale Sicherheit, also die ganze Absicherung, was Krankenkasse und sowas angeht, Integration aller Bürger, auch die Behinderten, auch die Migranten, Selbstbestimmung im Lebensverlauf. Das zeigt eben auch diese Flexibilität. Vielleicht habe ich mal Elternzeit, also Zeiten, wo ich mich um die Kinderbetreuung tatsächlich kümmere. Dann kann ich wieder Vollzeit arbeiten. Dann brauche ich vielleicht mal Zeiten für die Pflege von älteren Angehörigen. Dann will ich wieder Vollzeit arbeiten. Dann will ich mir vielleicht mal eine Auszeit nehmen, weil ich plane, zu pilgern oder eine Weltreise zu machen. Einfach mal für ein paar Monate raus, dann wieder Vollzeitarbeit. Also ja, diese Selbstbestimmung einfach des Mitarbeiters im Lebensverlauf, das eben auch möglich ist. Ne? Potenzial des technologischen Wandels nutzen, um eben auch Prozesse im Unternehmen zu vereinfachen, zu verschlanken, produktiver zu gestalten. Dadurch fallen auch mal bestimmte Art von Jobs weg, die nicht mehr benötigt werden. Das gab es aber in den vergangenen 10, 20 Jahren auch schon. Ja? Wenn ich mir überlege, ich habe ja mal bei einer Bank gearbeitet, da gab es eine Abteilung, die sich um diesen ganzen Zahlungsverkehr gekümmert hat. Und da gab es Mitarbeiter, die Überweisung, die man so in Papier ausgefüllt hat, ja, und da gab es natürlich Überweisungen, die wurden handschriftlich ausgefüllt. Und das wurde zwar gescannt und auch irgendwie automatisiert ausgelesen, aber es gab Handschriften, da war das System überfordert. Und da gibt es eben Mitarbeiterinnen, die dann diese eingescannte Überweisung am Bildschirm angezeigt bekommen haben und das, was der Computer automatisch da rausgelesen hat, und die haben das dann eben verbessert, also haben die richtigen Informationen dann eingegeben. Was für ein Job, ja, was für ein Job, liebe Leute. Und jetzt, ich meine, wann habe ich das letzte Mal eine Überweisung in Papier gemacht? Jetzt nutzen wir alle Online-Banking oder die meisten von uns. Und da braucht man natürlich solche Leute nicht mehr, die jetzt so einen papierhaften Überweisungsträger überprüfen und die Daten richtig eingeben im System. Ja, also es gibt immer wieder solche Situationen, wo einfach der technologische Wandel es ermöglicht, die Prozesse anders zu gestalten, und dann fallen solche Jobs weg. Und das wird auch noch mehr sein. Also man kann natürlich fragen, brauchst du denn immer noch die Verkäuferin im Supermarkt? Und Precht geht ja so weit und sagt, er braucht eigentlich noch zukünftig Steuerberater und solche Dinge. Ja, also es wird sicherlich eine ganze Reihe an Jobs, vielleicht sogar an ganzen Berufen wegfallen durch den technologischen Wandel und die Möglichkeiten, die es dort gibt. Ja, und dann Teilhabe der Beschäftigten. Das ist etwas, weil wir sind ja in einer sozialen Marktwirtschaft, deswegen ist es für uns in Deutschland ein wichtiger Aspekt, Teilhabe der Beschäftigten. Und man sieht schon, das sind viele Punkte, die teilweise auch irgendwie konträr aussehen, aber trotzdem müssen sie vereinigt werden, damit man gute Arbeit in Deutschland auch zukünftig noch realisieren kann. Ja? Im Kapitel 4 geht es dann letztendlich um mögliche Lösungsansätze, also Recht auf Weiterbildung. Und das finde ich ja schon erstaunlich, dass wir ein Recht auf Weiterbildung verankert in einem Gesetz benötigen. Eigentlich müsste das selbstverständlich sein. Ich meine, wir müssen uns für die zukünftigen Herausforderungen in den Jobs qualifizieren, und das geht eben über Weiterbildung. Aber das spielt natürlich darauf an, dass es auch viele Unternehmen gibt, gerade kleine Unternehmen, die sagen, naja, klar, Weiterbildung, aber das ist dann sozusagen das Problem des Mitarbeiters. Also das Unternehmen finanziert das nicht und stellt auch nicht den Mitarbeiter dafür frei. So, und das ist eben auch keine gute Lösung. Ne? Also Recht auf Weiterbildung. Wahlarbeitszeitgesetz. Arbeitszeitgesetz hat ja
auch seine Einschränkungen und diese Einschränkungen passen nicht unbedingt zu flexiblen Arbeitsverhältnissen. Das muss man mal ganz klar sagen, weil es gibt ja jetzt auch die Anforderung, dass die Unternehmen sämtliche Arbeitszeiten dokumentieren müssen. Also auch wenn der Mitarbeiter abends um 10 nochmal schnell die berufliche Mails checkt und da beantwortet, müssen diese 10 Minuten oder wie lange auch immer dafür gebraucht hat, aufgeschrieben werden. Das ist sicherlich richtig, aber ich fürchte einfach, dass die Bürokratie, um das zu dokumentieren, nachher länger dauert als die eigentliche Arbeit, also diese Mail zu lesen und zu beantworten. Aber da muss eben dieses Arbeitszeitgesetz sich auch anpassen. Tarifvertrag für das Sozialwesen, also gerade im sozialen Bereich, gibt es da noch Nachbesserungsbedarf. Haushaltsdienstleistungskonto, da geht es um haushaltsnahe Dienstleistungen, ist sicherlich nur ein spezielles Thema. Weiterentwicklung des Arbeitsschutzes ist eben die Frage, so wenn ich jetzt wenn ich Freelancer bin, wenn ich Clickworker bin, wie betrifft mich eigentlich der Arbeitsschutz, das Arbeitsschutzgesetz? Ja, wie kann eben auch Arbeitsschutz bei solchen Leuten letztendlich gewährleistet werden? Datenschutzverordnung, Beschäftigtendatenschutz. Ja, wenn man also von zu Hause aus arbeitet, das ist schon nochmal eine andere Herausforderung. Gründung von Betriebsräten sollen gefördert werden, Unternehmensgründungen sollen gefördert werden und ein Tippfehler, Selbstständige sollen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen als mögliche Lösung für diese soziale Absicherung von Selbstständigen einfach. Ne? Und persönliches Erwerbstätigenkonto, das zieht nochmal auf dieses Thema Arbeitszeit an, also auch Lebensarbeitszeit, dass ich eben nicht nur meine 40 Stunden fest vereinbart habe, sondern mal arbeite ich mehr, mal arbeite ich weniger und ja, mein Erwerbstätigenkonto ist dann über die gesamte Zeit meines Berufslebens einfach zu betrachten und nicht nur bei dem Unternehmen so und bei dem Unternehmen so. Ne? Also das sind sicherlich spannende Lösungsansätze. Es soll auch Arbeit weitergedacht werden. Und die Idee ist eben auch in öffentlichen Arbeitsweltberichterstattung. Mal schauen, wie bürokratisch das wird, aber es wird sicherlich interessant. Man kann hier auf dieser Website von arbeiten40.de sich auch noch weitere Dokumentationen ansehen. Ich habe sie jetzt nicht einzeln mir aufgerufen. Es gab verschiedene Workshops, ich habe gesagt, es ist ein Prozess, also es gab so einen Dialogprozess, zum Beispiel in Form von verschiedenen Workshops. Und das, was die dort erarbeitet haben, ist dann in diesem Weißbuch eingeflossen. Diese Workshop-Dokumentation, sage ich mal so, ich habe mal in zwei reingeklickt. Ich glaube, es ist dann doch besser, sich das Weißbuch anzusehen, weil das ist also das, was ich gesehen habe, waren so 7- bis 8-seitige PDF-Dokumente in Fließtext, wo ich schon keine Lust mehr hatte, das zu lesen. Also das hat mich so daran erinnert. Wir hatten ja jetzt erst neulich vor der Europawahl das Problem, oder dieses Phänomen, dass es einen YouTuber gab, der die CDU kritisiert hat. Und die Antwort der CDU darauf war ein irgendwie 11-seitiges PDF-Dokument. Und so wirkt das hier auch. Ich meine, es geht um digitaler Wandel und Zukunft der Arbeit. Und die Ergebnisse werden dann in so einem langweiligen Text da dokumentiert. Das hat mich eher abgeschreckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Im Weißbuch an sich ist es schöner aufbereitet. Das lässt sich besser lesen. Das kann ich schon versprechen. Es gibt auch Werkhefte zu einzelnen Themen. Da sind halt Beiträge von verschiedenen Personen dabei. Auch das zeigt halt letztendlich, wie dieser Dialog und die
der Versuch, Lösungen zu erarbeiten, einfach da vorangeschritten ist. Also, wer Lust hat, kann sich das auch einmal ansehen. Diese Werkhefte sind auch entsprechend aufbereitet, dass man auch Lust hat, das zu lesen. Das Weißbuch an sich, ich gebe es zu, ich habe es noch nicht durchgearbeitet. Es hat 100, nee, 235 Seiten oder sowas. Die Zeit habe ich mir jetzt noch nicht genommen. Aber ihr könnt gerne hier unter diesem Video einen Kommentar hinterlassen, derjenige, der sich's schon mal wirklich durchgelesen hat, welche spannenden Erkenntnisse er dadurch gewonnen hat. Ich glaube, das wird uns alle interessieren. Also hinterlasst gerne einen Kommentar, wenn ihr euch auch mal mit dieser Website auseinandergesetzt habt und den Inhalten, wie so eure Meinung dazu ist und wo ihr sagt, Mensch, das sind ja gute Ansätze, das sollten wir bei uns im Unternehmen auch mal einführen, fortführen. Oder vielleicht ist es ja so, dass bei euch im Betrieb auch dieses Thema gerade diskutiert wird, digitaler Wandel. Und wie sieht es dann bei uns eigentlich in den nächsten 10, 20 Jahren aus? Das würde mich auch mal interessieren. Also hinterlasst gerne einen Kommentar unter diesem Video. Ja, viel Spaß damit, Arbeiten 4.0. Ich glaube, es bleibt weiterhin spannend. So richtig gute Lösungen haben wir überall noch nicht. Es wird gerade dran gearbeitet, aber ich finde es auch einen spannenden Prozess, weil wir so mittendrin sind und das ganz bewusst erleben, diesen Wandel. Wir sehen ihn vor uns. Er passiert nicht einfach und hinterher sagt man, ach ja, Mensch, damals, ne? Sondern wir gestalten ihn mit und darin liegt ja auch die Chance. Und das macht mich eigentlich positiv und ich freue mich drauf, wie es weitergeht. Hat Ihnen das Video gefallen? Dann abonnieren Sie meinen Kanal. So verpassen Sie keinen meiner sofort umsetzbaren Tipps, mit denen Sie Ihre Produktivität steigern. Melden Sie sich bitte auch zu meinem 10-Tage-Kurs an, so erhalten Sie meine 10 besten Tipps für mehr Effizienz am Arbeitsplatz.